So, dann war ich jetzt mit 9 Runde auf Mistralia. Ich bin leider heute super spät dran. Ich weiß, es ist ja, einfach dazwischen gekommen und ja, das Ganze war ein bisschen stressig, also die Videos halt so zu uploaden, quasi kurz bevor die dann, wie soll ich das sagen, also lass mich ganz kurz mal schnell alles aktivieren, dann rede ich gleich. Kurz mal schnell alles machen hier, genau. Perfekt, es läuft genau alles jetzt aus, das ist super. Oh nee, Upcut ist gleich, ich hab keine Upcuts mehr, shit. Ich muss neue machen, blöd. Es ist immer alles aus, scheiße. Ja, das ist ein Problem. Okay, das zumindest haben wir. Das haben wir. Das ist absolut suboptimal, aber naja. Naja. Okay, also erstmal ganz kurz die News. Dringmaster ist hier gelevelt worden und hat jetzt 120 erreicht mit 99,99%. Ich weiß gerade nicht genau, ob das mit den Legions funktioniert. Ich glaube allerdings schon. Dürfte funktionieren, da die Mobs eigentlich höher sind als der Leecher. Oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Mechaniken im Detail ausschauen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe schon lange nicht mehr geleecht mit einem Leecher, der höher ist als der Leveler. Aber normalerweise, ich habe irgendwie sowas im Kopf. Irgendwie, es kann sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin. Kann alles sein, aber ich glaube, wenn die Mobs höher sind als der Leecher, dann ist alles gut. Und ich glaube, es schaut gut aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es schaut so aus, es wird klappen. Achso, ein Pet vielleicht noch raus? Ja. Perfekt. Genau, übrigens habe ich selbst dann vergessen, den Code zu aktivieren. Und ja, also, was war die Situation? Situation war folgende. An sich war das jetzt natürlich kein großes Problem alles und so, also das, die Videos und so, normalerweise habe ich da kein Problem, daily zu uploaden. Problem ist allerdings, ich wollte halt bis 0 Uhr warten, dass halt das Quiz beantwortet wurde. Dann quasi ein Video aufnehmen, dann halt rendern, uploaden, bla 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 und dann halt veröffentlichen. So war der Plan. Das hat letzten Tage einfach nur immer schlechter dann funktioniert, weil, naja, ich meine, manchmal habe ich es verplant, das kam auch vor, dass ich halt noch dann Sport machen wollte und dann bin ich halt wieder, oder als ich fertig geworden bin, habe ich gesehen, oh fuck, ist es 2:30, wird dort nichts mehr und habe ich kein Food. Food. Oh Gott. Das ist unlucky. Es geht schon. Okay, und es hat einfach nicht mehr funktioniert, es war dann alles ein bisschen blöd. Und natürlich kommt auch noch dazu, dass halt das Upload und Verarbeiten, also mittlerweile dauert es echt lang. Ich meine, früher war es immer so, als diese ganzen, wie soll man sagen, die ganzen Überprüfungen und KI-Überprüfungen und so weiter halt noch nicht existiert haben, war das halt so, man hat ein Video geuploadet. Es wurde halt verarbeitet für ein paar Minuten, mal länger, mal kürzer, je nachdem. Und dann war es einfach fertig. Mittlerweile ist es halt so, dass diese Überprüfungen halt auch ihre Zeit in Anspruch nehmen. Die Verarbeitung ist gefühlt nicht schneller geworden, sondern eher langsamer. Und naja, sagen wir mal, halbe Stunde Video aufnehmen, 10 Minuten rendern, 15 Minuten uploaden. Sagen wir schon mal, sind bei einer Stunde. Und dann kann das Verarbeiten halt wirklich, es kann innerhalb von einer halben Stunde gehen, wenn es schnell ist. Kann aber auch eine Stunde dauern. Und ich meine, effektiv, das Problem ist halt so, wenn es halt in der Nacht ist, dann denke ich mir halt, okay, ich kann es noch warten. Vielleicht ist es in den nächsten Minuten fertig, weil ja die Anzeige da ist halt absolut useless. Oder ich hocke halt da, verschwende quasi so meine Nacht irgendwie. Und effektiv dauert es halt noch viel länger und ich gehe dann sowieso ins Bett, weil es halt nicht rechtzeitig fertig wird. Und das ist halt so ein bisschen die Problematik an der ganzen Sache, wo ich halt am Struggeln bin. Und ja, schauen wir noch ganz kurz, es gibt doch hier einen Gildenfinder, oder? Lass uns noch mal irgendwo reingehen da. Oblivion hat sogar noch Platz.
Achso, na gut. Blöd, 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 aber egal. Was soll ich gerade sagen? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, und dann denke ich mir oft, okay, gut, ich gehe jetzt einfach offline, weil ich weiß nicht, kann halt ewig dauern. Ich will halt dann nicht irgendwie so um 2, 3 oder halb 3 so da hocken und dann quasi auf dem Bildschirm starren und mir denken so, ja, ist bestimmt gleich fertig. Und ja, deswegen kamen Videos dann schon ein bisschen, also quasi am nächsten Tag. Natürlich haben dann auch mich viele angeschrieben, so, ah, ne, war nächstes Video und so weiter. Und verstehe ich auch. Das Problem ist einfach, es war halt echt irgendwie ein bisschen stressig. Und ja, meine Zeit für YouTube ist einfach auch nicht mehr so da. Das habe ich ja schon ein bisschen erwähnt und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin schon am Überlegen aktuell, wie ich das Ganze weitermache. Also ich habe schon mal im Vorhinein ein Video aufgenommen, welches ich vielleicht uploaden werde, vielleicht aber auch nicht, je nachdem. By the way, die XP sind nicht gut, glaube ich. Ich bräuchte echt einen Leader, der ein niedrigeres Level hat. Aber, naja. Ja, wo ich echt ich sage jetzt mal laut überlegen bin, ob ich weitermache und vor allem, wie ich weitermache, wenn ich weitermache. Also ich bin dann wirklich so an einem Punkt, wo ich sage, so, es wird halt also und weiter so, glaube ich, klappt immer. Und ich bin halt echt im Überlegen zwischen ganz aufhören oder halt einer langen Pause. Oh, nice. Nice, Alter, 58 HP. Krass. What the fuck, okay. Ja, das ist krass. Achso, Guild Buff Level 10 kommt da auch noch mit dazu, oder wie? Alter. Ja gut, das ist natürlich schon heftig. Also die Guild Buffs, die Guild Buffs sind halt schon echt, die sind übel. Ich meine, schau mal her, wir haben gerade wie viel bekommen? Wir haben gerade 8,2k AOE Damage. Schau mal, jetzt haben wir 11k AOE Damage. Das sind 30% mehr, glaube ich. Ne, mehr sogar. 35 bis 40% mehr sogar. Ey, das ist krass, das ist echt heftig. So, jetzt zieht gerade ein Gewitter auf, perfekt. Ich meine, ich bin halt jemand, ich will halt, wenn ich was mache, will ich es halt richtig machen, ordentlich machen und halt ohne Kompromisse. Das Ding ist allerdings, ich merke halt immer mehr, dass es immer schlechter funktioniert. Und es ist halt mittlerweile einfach sehr stressig geworden alles. Und das stört mich persönlich einfach selbst ein bisschen. Also, ich meine, ich sehe jetzt ja das Letzte, was ich, also, fang mal so an. Das, was einem am wichtigsten ist, macht man eigentlich immer zuerst am Tag. Und das, was man quasi am wenigsten gern macht, beziehungsweise was man am unwichtigsten findet, macht man dann quasi als Letztes am Tag. Und ich meine, wie schaut es mir momentan aus? Das Letzte am Tag, was ich mache, ist, ein Fly-Video zu uploaden. Oder aufzunehmen. Das liegt nicht, natürlich, es gibt hier noch ein paar Nuancen zu dem Thema. Ich kann halt tagsüber nicht aufnehmen oder halt oft nur schwer, weil es dann einfach nicht ruhig genug ist oder so. Das ist halt noch auch ein kleiner Faktor, der noch dazu kommt. Aber effektiv, auch wenn ich ein Video habe, das Letzte, was ich halt meistens mache, ist halt das Fly-Video zu uploaden. Und ja, es ist einfach alles so zeitaufwendig geworden. Es ist sehr, sehr, ja. Ich meine, irgendwelche Random-Videos machen ist kein Problem. Videos vorzubereiten, Offscreen zu leveln, Offscreen irgendwas zu upmoden, zu farmen oder was auch immer. Da hapert es halt. Das Problem ist halt so, ihr seht halt meistens so hier aktuell vielleicht diese Folge hier, aber in der Zwischenzeit habe ich halt dann wieder, keine Ahnung, 3 Dungeons gefarmt, irgendwie Equipment. Holy. Alter, der Bass, holy fuck. Das klang gerade mehr wie eine Bombe als ein Blitz. Oder ein Donner. Das sind doch Blitze, oder? Ich hoffe mal, dass es Blitze sind und keine Bomben oder so. Also das heißt, hinter so einer 30-Minuten-Folge steckt halt im Schnitt halt dann sehr viel mehr Zeit.
Ich meine, hier momentan jetzt nicht so arg. Auf DC momentan zum Beispiel, das ist halt sehr extrem. Da würde ich sagen, auf 30 Minuten Video kommen ungefähr, vielleicht sogar bis zu 3 Stunden Offscreen-Spielzeit. Und es ist einfach nur, damit die Videos einfach spannend bleiben. Und ich meine, auch hier wird es so sein, auch hier wird es so sein, dass ich wirklich halt für jedes Video, oder für jedes 30 Minuten Video halt wirklich, ja, 2-3 Stunden Offscreen spielen werde. Und das ist halt mittlerweile mit meinem aktuellen Leben einfach nicht mehr vereinbar. Oder zu vereinbaren. Ja. Ich meine, ich habe immer noch Spaß dabei. Nicht immer, muss ich auch sagen. Es ist auch mittlerweile schon echt ein bisschen ein Lust- und Spaßproblem dabei. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist auch wirklich ein Zeitproblem. Ich habe einfach so viel den ganzen Tag zu tun. Und ich meine, Life ist halt auch dann irgendwie so ein Thema, wo ich sagen muss, so, ich weiß halt, ich muss jetzt halt ein Video liefern. Oder ich sollte jetzt halt ein Video liefern. Es ist halt, ich meine, klar, es ist Zocken, aber es ist halt alles, was man halt machen muss, in Anführungsstrichen, ist halt irgendwann Arbeit. Und auch wenn es vielleicht nicht faktisch mit Arbeit gleichzusetzen ist, du hast halt ein Soll, was du erfüllen musst oder sollst. Und ja, das bedeutet eben, dass man es auch machen muss, wenn man keine Lust drauf hat. Ich meine, man kann auch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Tauchlehrer werden und kann mega Spaß haben beim Tauchen. Aber es ist halt trotzdem irgendwann Arbeit, wenn du halt nicht nur sagen kannst, okay, ich gehe jetzt heute mal zum Tauchen und morgen zum Tauchen und dann mal wieder 3 Tage nicht und so. Wenn du halt jeden Tag tauchen musst, dann ist es natürlich Arbeit in gewisser Maßen. By the way, ich stelle mir mal, der Tauchlehrer, glaube ich, ist echt geil. Also es ist halt wirklich, das ist, glaube ich, einer der Jobs, wo ich echt Bock drauf hätte. Okay, wir driften vom Thema ab. Aber ich dachte mir gerade so, also es gibt halt echt so Jobs, die halt richtig geil sind. Oder so, keine Ahnung, Fluglehrer oder so. Holy fuck. So einfach eine der schönsten Sachen im Leben kannst du einfach, ja, als dein Beruf machen. Das ist, glaube ich, halt echt richtig episch. Ja, naja, und wie gesagt, ich habe halt mittlerweile auch ein bisschen schlechtes Gewissen immer wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 15 Uhr gewehe, ja, und ich denke mir so, fuck, ich bin eigentlich gerade am Lernen und ich müsste auch lernen und jetzt zocke ich hier und zocke Flife. Und ja, das ist halt einfach so ein Punkt, wo es halt mit meinem Leben auch einfach gar nicht mehr so vereinbar ist, wo ich auch gar nicht mehr so sagen kann, so, ja, keine Ahnung, jetzt zocke ich halt meine Runde und so, sondern es ist halt kaum noch zu vereinbaren irgendwie. Und ja, ich meine, ich will halt in der Spielentwicklung wirklich was lernen, ich will halt vorankommen, ich will das Ganze durchziehen eigentlich, aber das klappt halt nicht mit 3 Stunden Fly vom Tag, weil da haben natürlich auch noch Freunde, die wollen natürlich auch noch was machen und so, ja. Und ich meine, natürlich hat man auch einfach sehr, sehr viel Zeit, die man halt einfach unproduktiv verbringt. Ist, glaube ich, bei jedem gleich. Ich meine, wir alle hocken x Stunden am Tag vor irgendeinem YouTube-Video oder generell vor YouTube oder YouTube-Shorts oder vielleicht manche bei TikTok oder sonst irgendwas. Ja, diese unproduktive Zeit, die haben wir, glaube ich, alle. Und das Problem ist halt, man kann die halt echt nur ganz, ganz schwer dezimieren. Das ja, ist nicht so einfach machbar, leider. Ach ja, noch eine kleine andere Info. Man kann übrigens... Sollte ich Ringe einsammeln? Glaube nicht, oder? Eigentlich nicht. Man kann übrigens die Kain's Mina farmen, dann droppt man Amplis, sogar ziemlich gute Amplis. Die kann man stacken bis zu 5-mal. Also quasi wie die grünen Amplis. Diese Blitz war sehr nah. Ich hör noch nicht, aber er war nah. Und das, glaube ich, sollte man auch machen. Alter, jetzt sieht gerade echt ein dickes Gewitter auf. Eieieiei. Moment. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wie lange ich diese Folge machen kann. Ja, es hält mich halt einfach alles ab vom Aufnehmen. Es ist halt wirklich, es ist halt echt nervig. Jetzt bin eigentlich keiner, der jetzt beim Gewitter PC und so ausmacht. Aber
Ja. Wenn dickes Gewitter kommt, bin ich dann noch ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, ich grill jetzt halt einfach nicht einen 4000-Euro-PC für einen fucking Fly-Video oder so. Das ist mir jetzt auch einfach dumm. Und, naja. Genau. Ja, es ist, Level Up 117 ist kein guter Punkt aufzuhören. Ich bin mir nicht ganz sicher. 4%, vielleicht machen wir noch eine AOE oder so. Okay, mein Tablet haben wir noch einiges. Kann ich den rüber traden auf einen anderen Charakter, dann scrap den ganzen Shit. Und dann glaube ich, kann man relativ, also sollten wir vielleicht Crafting Level 15 erreichen. Dann können wir hoffentlich das Set craften und glaube ich, dann geht's bergauf. Ah, fuck. Es kommt näher. Die Russen kommen. Ja, letztes AOE. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind wir bei euch irgendein Elektriker mit dabei, der mir erklären kann, wie diese Erdungen funktionieren. Weil das Ding ist, es gibt auch diese Erdung fürs PC-Gehäuse und so. Aber halt Gefühl, so was die Leute schreiben, ist das so effektiv, nutzt es nichts. Komm, eins geht noch. Wäre mir echt interessant. Und ich meine natürlich auch Gott, wie nennt man es? Ich hab's vergessen. Nullleiter? Nee. Wie nennt man das Ding? Ich glaube, es ist ein Nullleiter, oder? Keine Ahnung. Erdungskabel, das meine ich. Das Erdungskabel. Was jedes Haus hat, ist es dann halt wirklich ein Schutz oder ist es halt dann so ein theoretischer Schutz, der dann so funktionieren könnte, wenn die und die Faktoren zutreffen oder so. Würde mich echt mal interessieren irgendwie, weil ich habe keine Ahnung, wie es geht oder wie es funktioniert und wie verlässlich das halt so ein sowas eben auch ist. Also würde mich auf alle Fälle interessieren. So, 60k HP, by the way. Schon ziemlich geil. Und dann noch mit einem HP-Set dazu und so, dann glaube ich, geht's ab. Genau, Schmuckse müssen wir noch appen. Auch noch ein großes Ding. Okay. Ja, ich beende die Folge frühzeitig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, ich dachte mir gerade, ich nehme doch nochmal ein bisschen was auf. Ich weiß, die Folge kommt jetzt, also die kommt so viel zu spät. Wir haben aktuell zwei, oh Gott, nee, ich darf gar nicht auf die Uhr schauen. 21.28 Uhr. Ja, das ist ein Desaster. Das ist ein... Oh Gott, die Party ist aber auch ein Desaster. Na, ja, scheiß drauf. Wir könnten übrigens auch zu den nächsten Mobs gehen. Fällt mir gerade auf. Gibt es keine bessere Party oder so? 4 von 8. Merlin. Contribution ist schon mal gut, okay. Moment. Ah, gleiches Fenster. Nein, nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles easy. Keine Probleme hier. Hier, da ist Merlin. Okay, perfekt. Merlin hat uns gerettet. So, ach ja genau, gibt's denn noch? 5% mehr XP. Naja, das hat doch gelohnt, oder? Das hat sich gelohnt. Genau, okay. Wir könnten auch gleich zu den nächsten Mobs gehen. Ja, die geben halt echt nur sehr wenig irgendwie. Komm, scheiß drauf, wir gehen zu den nächsten Mobs. So, einmal so. Das sind Fenster, die hier aufgehen, das ist super nervig. Nein, Flyf, ich will fliegen. Perfekt. So. Und zwar nach da, genau. Okay. Was sind die 124, glaube ich? Ja, genau. Ja, wir hätten auch zu 126ern fliegen können, fällt mir gerade auf. Wie sind denn hier die Spawns? Ja, mal schauen. Nicht sonderlich gut. Aber es geht so einigermaßen. Naja. Egal. 126 können wir immer noch hingehen. Aber ich denke, es müsste gar nicht unbedingt sein. Ich glaube nicht. Oder? Also wir müssen... Oder sagen wir die... Ja, nee, wir sollten, glaube ich, schon die 99,99% machen.
Das macht einfach Sinn. Weil wenn wir halt dann mal fertig sind mit Shroom Farmen, dann geht natürlich direkt weiter. Da wollen wir halt nicht extra nochmal ein Ampli anschmeißen und nochmal schnell hier die XP farmen und so. Also leveln. Wird auch wieder ein bisschen blöd dann. 52% soweit. Alter, seitdem ich letztens den Edel-Leveln gesehen habe, finde ich Knights sowas von beschissen. Vor allem, wir müssen uns halt immer mit den Posi-Bugs rumschlagen und der Knight, der fokust einfach irgendwas und hat dann einfach die ungelogen dreifache AOE-Range. Es ist keine Übertreibung, es ist mindestens die dreifache AOE-Range. Also kennt ihr vielleicht diese AOE-Skills, diese elementbasierten AOE-Skills? Und das Krasse ist einfach, die haben hier keine Cooldowns. Das heißt, die haben teilweise einen gigantischen Radius, also halt wirklich der größte AOE-Radius, den es im Game gibt. Und ja, die können halt einfach die Skills spammen. Also hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, hier ist ein Beispiel, wenn ihr hier das Ding AOE't, er kriegt locker die ganzen Nobs hier drauf. Ohne Probleme. Und wir AOE'en kriegen vielleicht zwei oder einen. Und das Ding ist halt so, das Gute an AOEs, die halt eben targetbasiert sind, also die quasi einen Gegner brauchen. Naja, die können halt nicht posibacken. Das heißt, der trifft halt immer. Bei mir ist halt so, jedes 10. AOE oder so kommt er nicht durch. Also macht er keinen Schaden an keinen Mob. Und bei dem ist halt so, ja, 100%. Also 100% der AOEs, die einfach halt Schaden machen. Perfekt, da kam eine Box. Wow. Ja, leider nichts. Nichts für uns effektiv. Ich habe übrigens auch mal angefangen, einen Shop aufzumachen. Derjenige, der mich letztens gelevelt hat. Da haben wir so ein paar Preise genannt, zum Beispiel für wie viel man zum Beispiel diese Guildies verkaufen kann, also die Dinger hier, und andere Sachen. Und ja, genau, also ich probiere es einfach mal, ich bin mal gespannt, vielleicht habe ich Glück und ich kann ein paar Sachen verkaufen. Also Schmuckteile zum Beispiel sind angeblich 45 Mille wert und wenn man eben selbst scrapt, sind immer noch 40 Mille wert, was jetzt schon echt krass ist. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich einen Level Down? Also Call of Level Down oder so? Das wäre noch cool gewesen. Level Up, nice. Sehr geil, 61 KHP. Genau, ich weiß nicht mehr genau, was wir noch brauchen, um unseren Schmuck zu leveln. Soweit ich mich erinnere, hat uns letztens irgendein Material gefehlt. Wahrscheinlich dieser Jewel Dust oder so. Na komm. Ja, also 120 werden wir jetzt nicht mehr schaffen, beziehungsweise 120,99. Das ist leider nicht möglich. Da brauchen wir auf alle wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, wir gehen schon mal in eine gute Richtung. Ich glaube echt, wir gehen in eine gute Richtung. Ja. Naja. Und wieder eine Box, super. Mal schauen, was drin ist. Bam, Refresher Hold, nice. Die sind als Knight sehr wichtig. Damit ich meine ganzen MP-Skills unterhalten kann. Ja, ich glaube, wir sollten zu den 26ern gehen. Die sind einfach so viel besser. Die 124er sind, ja, ich meine, die Spawns sind ganz gut eigentlich. Spawns sind sogar nicht sehr gut, würde ich mal sagen. Aber gefühlt sind die XP nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja.
leider nicht mehr ansatzweise. Das ist aktuell so ein bisschen das Problem. Ich meine, die XP sind gut, wir kriegen 10% pro AOE oder so, das ist halt wirklich, das ist wirklich okay, aber ich dachte mir, ich kann mal schnell durchrushen so, aber das ist halt nicht möglich. 23%, mal schauen, was wir kriegen. 29, 35, ja, okay. Ja, gut, 20% war es AOE gerade wert. 2 Millionen Penya. Ja, okay, das geht eigentlich schon klar. Vielleicht habe ich es auch unterschätzt oder so, ich weiß es nicht genau. Gut, okay, die Party ist natürlich jetzt auch nicht ganz voll, das heißt, ja, es kostet uns auch noch ein paar XP leider. So. Ich werde es nicht mehr so lange aufnehmen, ich muss das Video jetzt mal dringend hochkriegen. Es ist nämlich so blöd, wenn ich jetzt, also wenn ich halt das Video jetzt, also ja, es wäre halt, ich meine, ich habe den Code gepostet und so, aber es ist halt trotzdem unangenehm irgendwie, ja, das sollte halt einfach jetzt langsam ab sein, schon lang ab sein eigentlich und halt nicht hier ewig lang rumeiern. Ja, also ich habe mir noch nicht entschieden, was ich mache, quitten, pausieren, weitermachen, keine Ahnung. Also ich mache es eigentlich von einer Sache abhängig. Wenn die Spielentwicklung gut läuft, das heißt, wenn ich wirklich Spaß dran habe, wenn ich es auch wirklich schaffe, wenn ich damit zurechtkomme, und das ist alles andere als sicher. Ach komm. Dann wird ein Hobby weichen müssen. Mindestens eins, vielleicht sogar zwei Hobbys. Und das ist in erster Linie jetzt einfach mal Flife, beziehungsweise YouTube. Das ist Hobby mit den wenigsten Verbindlichkeiten erstmal. Also, es ist das Hobby mit den meisten Verbindlichkeiten einerseits, aber es sind halt am wenigsten Leute daran beteiligt. Es ist halt ein Solo-Projekt. In Minecraft hängen halt 7 Leute dran. 8 Leute sogar. Und wenn ich halt sage, okay, ich gebe den Minecraft-Server auf, dann sind halt 7 andere Leute ja, halt da mit nichts. Also, ist ja kacke für die. Und deswegen ist halt YouTube eigentlich die bessere Wahl. Ja, das muss ich halt leider sagen. Und wie gesagt, ist noch nicht alles, ist noch nicht in trockenen Tüchern und so, aber ich sag mal so, wie es ist. Also, es geht halt so, also auf die Sache läuft halt raus. Ich meine, es gibt immer noch die Chance, dass es halt, dass ich sage, okay, naja, ich komme mit nicht klar, ich schaff's einfach nicht, whatever. Ich bin nicht klug genug dafür. Dann würde ich wahrscheinlich weitermachen. Aber ich sage jetzt mal, Spieleentwicklung, YouTube, Minecraft. Winter hat noch Wintersport. Und ja, halt auch Real Life und Freunde und was haben wir noch alles? Keine Ahnung. Ja, es ist, also irgendwann ist halt einfach zu viel. Irgendwann ist es echt zu viel. Also ich komme ja zum Beispiel, ich meine, ich kaufe immer wieder mal Spiele auf Steam und ich habe bisher kein einziges durchgespielt. Ein paar habe ich angefangen und so, aber ich spiele halt vielleicht auf 7 Tage gesehen, boah, 4 Stunden, wenn es hochkommt, an einem Game, wo ich wirklich Bock drauf habe. Momentan ist es ein bisschen mehr sogar, aber einfach, weil ich halt ein bisschen Ausgleich brauche. Und da ist es halt so 1 bis 2 Stunden am Tag, wo ich mit einem Freund dann spiele. Aber es ist halt effektiv auch nicht viel. Ich meine, 1 bis 2 Stunden halt echte Freizeit. Also klar, wenn ich mit Freunden zocke, ist natürlich auch Freizeit, klar, aber halt wirklich, ich sage jetzt mal so, ja, einfach, wo man mit keinem Teamspeak ist oder im Discord oder so, wo man einfach seine Ruhe hat und so. Wo man auch mal einfach sagen kann, okay, jetzt starte ich das Game oder ach, ich starte doch ein anderes Game und so. Ja. Wenn man jetzt halt mit 3 Leuten im TS bist, ist das auch nicht wirklich Entspannung. Also. Oder mit 4 oder so, je nachdem. Und einer quatscht alle. Also quatscht die ganze Zeit. Das ist auch nicht so geil. Deswegen, ja, ich muss einfach ein paar Sachen fallen lassen und ich will mich einfach auf ein paar Sachen konzentrieren und die dafür halt nicht richtig.
Genau. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.